Jede Geschichte hat einen Anfang. Auch die des Universums. Vor etwa 13,7 Milliarden Jahren begann seine Existenz mit einem rätselhaften Ereignis. Mit dem Urknall. Es war der Anfang aller Atome, Sterne und Galaxien. Dies ist unsere Geschichte. Sie handelt davon, wie wir über Jahrtausende unsere Vorstellung vom Universum entwickelt, es wissenschaftlich erforscht und unseren Platz im Weltgefüge entdeckt haben. Diese Geschichte reicht von den Schamanen bis zu den Wissenschaftlern. Der Urknall. Aufgebaut aus Silizium und Sauerstoff mit einem Metallkern. Die Oberfläche besteht größtenteils aus Wasser. Auf der Erde wimmelt es von Leben. Sie dreht sich einmal in 24 Stunden um sich selbst und in 365 Tagen um einen Stern, genannt die Sonne. Dies ist die Sonne. Sie besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Ihre Oberflächentemperatur beträgt 5500 Grad Celsius. Jede Sekunde verwandelt die Sonne 635 Millionen Tonnen Wasserstoff in 630 Millionen Tonnen Helium. Die Sonne ist der Mittelpunkt eines Systems, zu dem neben der Erde noch 7 weitere Planeten, von Merkur bis Neptun, gehören. Dieses System ist nicht ortsfest. Unser Sonnensystem dreht sich und rast mit 220 Kilometern in der Sekunde als Teil einer riesigen Ansammlung von Sternen und Sternensystemen durchs All. In unserem Sternensystem, einer Galaxie namens Milchstraße, gibt es über 300 Milliarden Sterne. Davon haben schätzungsweise 6 Milliarden ein ähnliches Planetensystem wie das unsere. Unser Sonnensystem umkreist das Zentrum der Milchstraße in einem der äußeren Arme. Die Milchstraße ist eine von mehr als 125 Milliarden Galaxien, die das sichtbare Universum bilden. Dies ist das Universum. Es ist sehr groß. Und es wird immer größer. Es dehnt sich aus. Wenn es sich ausdehnt, dann muss es vorher kleiner gewesen sein. Viel kleiner. Und tatsächlich, würden wir eine Zeitreise rückwärts unternehmen, könnten wir es schrumpfen sehen. Gingen wir weit genug zurück in der Zeit, wäre das Universum kleiner als eine Galaxie. Weiter zurück wäre das Universum kleiner als unser Sonnensystem. Noch weiter zurück würde alles Existierende in ein Stadion, in eine Kaffeetasse, in ein Atom passen. Vor 13,7 Milliarden Jahren war das Universum kleiner als der kleinste Baustein eines Atoms. Unglaublich klein. Dann passierte etwas. In Sekundenbruchteilen dehnte es sich plötzlich aus. Damit begann alles. Es war der erste Moment alles Existierenden. Wir nennen es den Urknall. Wir wissen, dass es so war. Nicht, weil die Theorie es sagt, sondern weil alle Beobachtungen es belegen. Wir können die Menge an leichten Elementen voraussagen und sie stimmen mit ziemlicher Genauigkeit mit dem überein, was wir sehen. Daraus kann man schließen, dass sich das Universum zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit aus einem heißen, dichten Kern in einem Urknall entwickelt hat. Die Urknalltheorie hat sich niemand über Nacht ausgedacht. Es dauerte Jahre, sie zu entwickeln. Jahrhunderte der Ansammlung von Wissen. Die Menschen machen sich seit langem Gedanken darüber. Selbst wenn wir es nicht bemerken, geht es uns durch den Kopf. Bei jedem Blick in den Sternenhimmel denken wir darüber nach.
Wodurch wissen wir, was wir heute wissen? Wie hat man das herausgefunden? Das steht im Mittelpunkt unserer Geschichte. Wie hat sich unser Bild des Universums entwickelt? Wir haben die Erkenntnisse der klügsten Menschen gesammelt. Auch wenn sie zunächst abwegig und schwierig erschienen, haben sie stetig unser Wissen erweitert. Um so ein Wissen anzuhäufen, reicht die Intelligenz eines einzigen Menschen ganz sicher nicht aus. Wo fangen wir also an? Heute diskutieren Astronomen und Physiker von Universitäten wie dem Massachusetts Institute of Technology und der Cambridge University in England über die Urknalltheorie. Doch die Debatten darüber begannen schon vor langer Zeit, lange bevor vom Urknall die Rede war und bevor irgendein Mensch das Weltall überhaupt begriffen hatte. Lange bevor die Wissenschaft begann und solche Vorstellungen aufkamen, fragten die Menschen nach dem Ursprung von allem. Wenn unsere Vorfahren zum Himmel schauten, sahen sie, dass er von der wärmespendenden Sonne beherrscht wurde. In der Nacht sahen sie den Mond und die Sterne. Das war ihr Universum. Kalt, feindlich und chaotisch. Um zu überleben, mussten die Menschen ihre Welt mit der Sonne, die über das Firmament zog, und dem Wechsel warmer und kalter Jahreszeiten verstehen lernen. Die Menschen konnten die Natur nicht beherrschen. Um sie sich zu erklären, machten sie für das Vorhersehbare und das Unvorhersehbare in der Natur Götter verantwortlich. Ohne Teleskope und moderne Observatorien mussten sich die Menschen einfache Strukturen schaffen, um das Himmelsgeschehen zu erklären. An Orten wie Stonehenge in England und Chichen Itza in Mexiko versuchten sie, Verbindungen mit dem Himmel aufzunehmen, den sie für den Wohnort ihrer Götter hielten. Es waren einfache Beobachtungsinstrumente, die ihnen helfen sollten, einen Sinn im chaotischen Universum zu finden. Wir sind hier in Sachsen-Anhalt in der Kleinstadt Goseck, 200 Kilometer südlich von Berlin. Hier wurde eines der ältesten Monumente zur Beobachtung von Sonne, Mond und Sternen entdeckt. Dies ist das Sonnenobservatorium von Goseck. Es wurde vor 7000 Jahren gebaut und zur Bestimmung der Jahreszeiten genutzt. Das 2000 Jahre vor Stonehenge gebaute und jetzt rekonstruierte Observatorium ist Europas ältester bekannter Kalender. Zur Winter- und zur Sommersonnenwende, dem kürzesten und dem längsten Tag des Jahres, stand die untergehende Sonne genau in den Toren der Palisaden. Die Kenntnis dieser Daten half den Menschen, die lebensspendende Sonne zu begreifen. The night sky is a clock. Der Nachthimmel ist eine für alle sichtbare gigantische Uhr. Nach ihr legten unsere Vorfahren Pflanz- und Erntezeiten fest. Mit anderen Worten, ihre Lebensgrundlage war das Verständnis der Bewegungen von Sonne und Gestirnen. Die Astronomie, die die Natur aus dem Lauf der Gestirne erklärt, vermischte sich mit Elementen der Astrologie, nach der die Gestirne unser Schicksal vorhersagen. So sollte beispielsweise ein Meteor Kriegsglück verheißen und ein neuer Stern einen neuen König ankündigen. Die Astronomie sagte den Lauf der Gestirne voraus und die Astrologie, was diese Sterne für uns bewirken. Für unsere Vorfahren war es schwierig, beides auseinanderzuhalten. Verstand man das Uhrwerk des Himmels, wusste man auch Bescheid über das zukünftige Schicksal. Our fate is going to be.
Schon im 6. Jahrhundert vor Christus teilten die Astrologen den Himmel in Regionen ein. Die Sterne bildeten für sie bestimmte Bilder, nach denen sie die Regionen benannten. Sie erblickten darin beispielsweise Widder, Stier und Zwillinge. Während die Astrologen den Himmel zur Schicksalsvorhersage erkundeten, lernten sie auch etwas über die Bewegung der Sterne. Aus einem anfänglichen Aberglauben ergaben sich die ersten Schritte zur wissenschaftlichen Beobachtung. Ich sehe die Wissenschaft als eine Reise, auf der sich der Mensch seit über 2500 Jahren befindet, um die Geheimnisse des Universums zu ergründen, seine Struktur und seine Gesetze zu entdecken. Woraus entstand es? Wie entwickelte es sich? Und welche Kräfte führen zu Veränderungen? Doch manchmal können einfache Mit Hilfe der Mathematik gewannen die Griechen detailliertes Wissen über unsere beherrschenden Gestirne, die Sonne und den Mond. Schon vor 2000 Jahren wussten sie, dass die Erde rund ist. Durch Beobachtung ihrer Schatten berechneten sie ihre Größe mit einer Abweichung von nur 10%. Sie berechneten die Entfernung des Mondes von der Erde und auch in etwa die Entfernung zur Sonne. Mit anderen Worten, unsere Vorfahren waren nicht dumm. Die alten Griechen erkannten, dass es zwei Arten von Sternen gibt. Die meisten waren ortsgebunden und klein und bewegten sich gemeinsam über den Himmel. Einige aber waren größer und wanderten scheinbar willkürlich. Das waren die Planeten. Ihre Bewegung zu berechnen, war jahrhundertelang das Ziel. Mit bloßem Auge konnten die Griechen nur 5 Planeten sehen, die sie dann nach ihren Göttern benannten. Heute sind ihre römischen Götternamen gebräuchlich. Merkur, Venus, Mars, Saturn und Jupiter. Der frühen Astronomie lag ein Bild des Universums zugrunde, das der griechische Philosoph Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus entworfen hatte. Demnach wird die im Mittelpunkt des Universums stehende Erde von Sonne, Mond, Sternen und Planeten auf Bahnen in einer perfekt kristallinen Sphäre umrundet. Das Universum des Aristoteles war endlich. Es war eine Kugel, die einer Zwiebel mit vielen konzentrischen Schalen glich. Der Astronom Ptolemäus verbesserte im 2. Jahrhundert nach Christus das aristotelische Weltbild und berechnete die Planetenbahnen genauer. Sie bewegten sich nicht willkürlich, sondern auf komplizierten Kreisbahnen, Epizyklen genannt. Ptolemäus konnte ihre Bahnen und wechselnden Geschwindigkeiten voraussagen. Sein System erlaubte eine verlässliche Voraussage über die Bewegung der Planeten. Das war ein weiterer Schritt zum Verständnis des Universums durch die Menschen. Das ptolemäische System war sehr kompliziert. Nach ihm bewegten sich die Planeten in Schleifenbahnen. Es funktionierte, aber es war falsch. Dass man etwas voraussagen kann, bedeutet nicht, dass man das grundlegende Prinzip dahinter verstanden hat. Das ptolemäische System hat das Universum nicht korrekt beschrieben, aber es hat es versucht. Er zeigte, dass der Stand der Planeten zukünftig und rückwirkend berechnet werden kann. Das war eine große mathematische Leistung. Interessanterweise schien die Astronomie nach ihm jahrhundertelang keine Fortschritte mehr zu machen. Tatsächlich verlor die Astronomie nach dem Fall Roms im Jahr 476 nach Christus an Bedeutung. Europa zerfiel in etliche kleinere Länder und viel Wissen der alten Griechen ging verloren. Über 1000 Jahre später stellte eine neue Theorie die bisher akzeptierten Erkenntnisse über das Universum in Frage.
und brachte damit die Menschheit einen Schritt näher an die Urknalltheorie heran. Im 16. Jahrhundert nach Christus behauptete eine Idee, genannt Heliozentrismus, dass die Sonne der Mittelpunkt des Universums sei und nicht die Erde. Das entrüstete den christlichen Klerus, der darin einen Widerspruch zu Gottes Wort sah. Wenn Gott die Erde und die Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, dann müssen die Erde und ihre Bewohner im Mittelpunkt allen Daseins stehen. Ironischerweise war einer der Verfechter eines heliozentrischen Universums ein frommer Kirchenmann in Frauenburg im heutigen Polen, Nikolaus Kopernikus. Er war Domverwalter, der für die Kirchensteuererhebung und die Krankenfürsorge zuständig war. Nebenbei beschäftigte er sich mit Astronomie. Kopernikus störte sich an der komplizierten Himmelsmechanik des Ptolemäus. Er fand eine elegante Lösung. Er nahm die Erde aus dem Mittelpunkt unseres Planetensystems und ersetzte sie dort durch die Sonne. Als Kopernikus die Planeten um die Sonne kreisen ließ, entdeckte er, dass der Planet Merkur, der eine Umlaufzeit von ungefähr 3 Monaten hat, folgerichtig der Sonne nächste sein musste. Saturn, der mit etwa 30 Jahren Umlaufzeit langsamste Planet, war somit der äußerste. Kopernikus schrieb, es gibt eine gesicherte und harmonische Beziehung zwischen der Größe der Umlaufbahn und der Umlaufdauer. Das erschien fast magisch. Kopernikus behauptete auch, dass sich die Erde dreht, und zwar einmal in 24 Stunden um die eigene Achse. Nicht der Himmel bewegt sich, wir tun es. Wandernde Sterne am Nachthimmel sind nur eine durch die Erddrehung hervorgerufene Illusion. Möglicherweise aus Furcht vor kirchlichen Repressionen wartete Kopernikus mit der Veröffentlichung seiner Theorie bis kurz vor seinem Tod im Jahr 1543. Sein Buch von den Umdrehungen der Himmelskörper bereitete den Weg für den 1571 geborenen Johannes Kepler, den Meister der beobachtenden Wissenschaft. Kepler war der wahre Held, denn er verkündete öffentlich vor aller Welt, dass die Sonne der Mittelpunkt sein muss. Kepler verfügte über astronomische Daten, die er in jahrelanger Himmelsbeobachtung gewonnen hatte. Bei der Auswertung seiner Beobachtungen und den Berechnungen entdeckte er nicht nur, dass die Planeten um die Sonne als Zentrum kreisten, sondern dass deren Bahnen nicht perfekt kreisförmig waren. Das war philosophisch unerfreulich, aber es entsprach den Daten. Kepler erweiterte das kopernikanische System durch die Behauptung, dass die Planetenbahnen um die Sonne nicht kreisförmig, sondern elliptisch sind. Bei seinen Daten fiel ihm ein seltsames Phänomen auf, das er aber nicht erklären konnte. Bei der Annäherung an die Sonne werden die Planeten schneller. Entfernen sie sich von ihr, werden sie langsamer. Das heliozentrische Universum und die unterschiedlichen Planetengeschwindigkeiten vermochten am besten, unsere Beobachtungen auf der Erde zu erklären. Zum ersten Mal erlaubt das heliozentrische Weltbild bessere Voraussagen als das geozentrische mit der Erde als Mittelpunkt. Und damit leistet die Wissenschaft erstmals, was sie tun soll, nämlich verlässliche Vorhersagen liefern.
Doch während ein kosmisches Rätsel gelöst war, blieb ein anderes bestehen. Kepler sah, dass die Sonne die Planetengeschwindigkeit beeinflusste. Aber wie? Bevor jemand diese Frage löste, gerieten kirchliches Dogma und Wissenschaft in einen Konflikt, der bis heute nachwirkt. An der Wende zum 17. Jahrhundert bewies der italienische Astronom Galileo Galilei, dass Kopernikus und Keplers Theorien über die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems über jeden Zweifel erhaben waren. Er benutzte dazu eine neue Technik, die den Lauf der Geschichte verändern sollte. Das Teleskop ist in gewissem Sinne das gotteslästerlichste, gefährlichste, revolutionärste und spektakulärste wissenschaftliche Instrument. Die Wissenschaft erhielt mit diesem Instrument, das uns ferne Objekte nahebrachte, das größte Geschenk. Die Idee, zwei Linsen so in eine Röhre einzubauen, dass sie wie ein Fernglas wirken, verbreitete sich wie ein Lauffeuer rund um die Welt. Die Frage war nun nicht mehr, wer ein Fernrohr hatte, sondern was er damit tat. Schaute er in die Fenster der Nachbarn oder in die Weiten des Universums? Galilei verbesserte das Instrument im Jahr 1609 mit selbstgeschliffenen Linsen, die eine bis dahin unerreichte 30-fache Vergrößerung ermöglichten. Mit dem Teleskop beobachtete er nicht, wie eigentlich vorgesehen, die Schiffe, die Venedig anliefen, sondern den Himmel. Und was er sah, revolutionierte die Astronomie. Galilei sah den Himmel klarer und detaillierter als je ein Mensch zuvor. Durch sein Teleskop sah er Tausende von Sternen, den mit Kratern übersäten Mond, die Jupitermonde und den Saturn. Am erstaunlichsten war für ihn, dass die Venus genau wie der Mond Phasen durchlief. Das war ein klarer Beweis dafür, dass sie die Sonne umkreiste. Ein Beweis für ein System mit der Sonne als Mittelpunkt. Das war der erste Beweis dafür, dass Kopernikus recht gehabt hatte. Nicht die Erde, die Sonne ist der Mittelpunkt unseres Planetensystems. Galileos Teleskop beförderte die Erde aus dem Zentrum des Universums. Wir sind von nichts der Mittelpunkt. Nur ein Planet unter vier. Und das Universum ist viel größer als angenommen. Was Kopernikus aus ästhetischen Gründen angenommen und Kepler durch Beobachtung und Mathematik berechnet hatte, bewies Galilei. Er beobachtete und er enträtselte. The ancients had seen. Unsere Vorfahren konnten alles nur mit bloßem Auge sehen. Um weiterzukommen, bedurfte es eines neuen Instruments. Das Teleskop war der Wendepunkt vom Altertum zur Moderne. Das jahrhundertealte Kirchendogma von der Erde als Mittelpunkt des Universums war ganz offenbar falsch. Die katholische Kirche war noch immer von den Nachwehen der protestantischen Reformation erschüttert. Und für ihre Lehre stellten Galileis Entdeckungen eine Bedrohung dar. Die Kirche sah sich unter Druck und übte ihrerseits Druck auf den Wissenschaftler aus. Trotzdem publizierte der gläubige Katholik Galilei seine Beobachtungen im Jahr 1610 in dem Buch »Der Sternenbote«. Überraschenderweise begrüßte die Kirche zunächst Galileis Erkenntnisse. Wäre Galilei etwas umsichtiger gewesen, wäre ihm wohl nichts passiert. Der spätere Kardinal Baronius hat gesagt, die Bibel sagt uns nur, wie wir in den Himmel kommen, aber nicht, wie der Himmel funktioniert.
not how the heavens go. Dass Galilei in Ungnade fiel, lag nicht an seiner Unfähigkeit, die Kirche von seinen Gedanken zu überzeugen, sondern daran, dass er versuchte, die Bibel unabhängig von der Kirche zu interpretieren. Ich muss den berühmten Augustinus zitieren. Wenn eine Interpretation der Bibel dem allgemein anerkannten Wissen widerspricht, dann muss die Interpretation überdacht werden. Doch die Kirche, die ihre Macht bedroht sah, konnte die Bibelinterpretation nicht Galilei überlassen. Nachdem er im Jahr 1633 in einem neuen Buch wiederum das heliozentrische System propagiert hatte, klagte ihn der Papst der Ketzerei an. Er musste den kopernikanischen Ideen abschwören, was er vor dem Tribunal kniend tat. Trotz seines Widerrufs hielt Galilei im Geheimen an seinen Überzeugungen fest, während er seine letzten Jahre unter Hausarrest in der Nähe von Florenz verbrachte. Galilei ist der erste moderne Wissenschaftler, da er als erster Teleskope benutzte, seine Beobachtungen in Theorien fasste und die orthodoxe Wissenschaft herausforderte. Kurz vor seinem Tod, im Jahr 1642, kam Galilei zufällig der Lösung des Keplerschen Rätsels vom Einfluss der Sonne auf die Umlaufgeschwindigkeit der Planeten näher. Seine Erkenntnisse halfen späteren Generationen schließlich, die Urknalltheorie zu entwickeln. In seinem letzten Buch befasste Galilei sich mit den Eigenschaften fallender Körper, die unabhängig von ihrer Masse immer mit der gleichen Beschleunigung fallen. Doch erst einem anderen Genie gelang es, beides in der Gravitationstheorie miteinander zu verbinden. Der 1643 geborene Isaac Newton beschrieb den Mechanismus der Planetenbewegungen. Es ist ein universelles Bewegungsgesetz, dem alles unterworfen ist. Planeten ebenso wie Äpfel. Newton war ein überragender Geist. Erstaunlich, was er alles machte. Er stellt einen Wendepunkt in der Wissenschaftsgeschichte dar, indem er das Universum mathematisch berechnete. Er war es, der uns den Weg gewiesen und gezeigt hat, dass die Mathematik die Sprache des Kosmos ist. Keplers Daten belegten die anziehenden Effekte der Sonne. Sie wirkte wie ein großer Magnet. Konnten Planeten auch wie Magnete wirken? Galilei hatte sich mit der Fallgeschwindigkeit von Körpern befasst und festgestellt, dass diese immer gleich ist, unabhängig von der Masse der Körper. Einige Jahre später konnte Newton die Theorien Keplers und Galileis ergänzen. Die großartige Leistung war, dass Newton Kepler und Galilei durch die Erkenntnis zusammenbrachte, dass die Kräfte, welche Dinge zur Erde fallen lassen, dieselben sind, die die Planeten um die Sonne kreisen lassen. In gewisser Weise fallen die Planeten genauso um die Sonne wie die Körper, die Galileo zur Erde fallen ließ. Beides bewirkt die Schwerkraft oder Gravitation, die alles zusammenhält. Newton beobachtete die Schwerkraft nicht nur, er stellte eine Gleichung zu ihrer Berechnung auf. Er zeigte, dass Gravitation die Energie ist, welche Materie, also Objekte wie die Erde und die Planeten, daran hindert, einfach in den Tiefen des Alls zu verschwinden.
Die Schwerkraft, die alle Materie im Universum beeinflusst, schafft darin Ordnung. Newton beschrieb sie mit der Wissenschaft der Physik. Newton begründete die Physik. Er entdeckte als erster die Gesetze, die allen Beobachtungen zugrunde liegen. Newtons Gesetze erklärten fast alles. Newton formulierte die universellen Gesetze der Bewegung und der Gravitation. Er begründete ein neues Wissenschaftszeitalter, in dem Beobachtung und Mathematik die Naturgesetze beschreiben. Er wies nach, dass die Fallgeschwindigkeit eines Apfels und die Umlaufgeschwindigkeit des Mondes um die Erde miteinander zu tun haben. Er hatte erkannt, dass für den Lauf der Planeten um die Sonne dieselben Gesetze gelten wie für den des Mondes um die Erde. In seinem Buch Principia beschreibt Newton, dass die Gezeiten, die Umlaufgeschwindigkeiten der Planeten und sogar die Form der Erde mit der Schwerkraft erklärt werden können, weil jede Masse eine Anziehungskraft auf jede andere Masse ausübt. Der Mond zieht die Meere an, die Erde den Mond und die Sonne die Erde. Je näher diese Objekte einander sind, desto größer ist die Anziehungskraft. Newtons Principia ist ein so geniales Werk, dass ein befremdlicher Umstand darin kaum auffällt. Obwohl Newton die Gesetze der Schwerkraft formulierte, begriff und erklärte er nie, warum sie wirkt. Betrachtet man sie näher, ist die Schwerkraft geradezu bizarr. Woher weiß die Erde, wo die Sonne ist? Was macht die Erde, wenn sich die Sonne plötzlich wegbewegt? Diese Fragen beantwortete er nicht. Er sagte, mich interessieren diese Fragen nicht, denn die Gesetze funktionieren. Noch heute kann die Physik die Schwerkraft nicht genau definieren, obwohl Newton sie weitgehend erforscht hatte. Über 200 Jahre nach Newton formulierte Albert Einstein neue Gesetze der Physik und definierte das Universum neu. Der 1879 in Deutschland geborene Einstein ist wegen seiner Erkenntnisse, die er im Jahr 1905 in Bern gewann, zum bekanntesten Wissenschaftler der Welt geworden. Weil er nach dem Studium keinen Lehrauftrag erhielt, wurde er Angestellter beim Patentamt. Dort hatte er genug Zeit zum Nachdenken. Und das führte zu einer Revolution von Raum und Zeit. Ohne Einstein würden wir noch immer wenig von der Natur des Universums verstehen. Fragt man, wer der größte Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts ist, antworten die meisten Einstein. Das liegt unter anderem daran, dass uns das Rätsel von Raum und Zeit schon immer fasziniert hat. Aber auch daran, dass er uns wie der Prototyp eines Wissenschaftlers erscheint. Einstein wollte nicht den Ursprung des Universums beschreiben. Er hatte darüber noch nicht einmal nachgedacht. Die Vorstellung eines Anfangs erforderte ein dynamisches, begrenztes Universum. Einstein aber bevorzugte ein statisches, unendliches All. Er glaubte an die Ewigkeit des Universums. Dass es Anfang und Ende hätte, erschien ihm philosophisch unästhetisch. Unschön. Die Idee eines unendlichen, ewigen Universums ist alt. Wissenschaftler wie Einstein mochten sie, weil es leichter ist, von einem schon immer existierenden als von einem erschaffenen Universum auszugehen. Wie wurde es erschaffen? Von wem? Pech für Einstein, aber seine Überlegungen zur Schwerkraft deuten darauf hin, dass das Universum nicht ewig besteht. Seine Ideen waren so bizarr, dass sie eine total andere, verrückte Welt zu beschreiben schienen.
So seltsam es auch erscheinen mag, aber Einsteins Welt ist unsere Welt. Hereinspaziert, hereinspaziert. Nicht drängeln, nicht schubsen. Können Sie gut sehen? Die Show beginnt gleich. Versäumen Sie sie nicht. Schnell, schnell, meine Damen und Herren. Kommen Sie in die Einstein-Welt, wo die Dinge immer so sind, wie sie erscheinen. Aber nicht immer so, wie man es erwartet. Zuerst der wunderbare Einstein selbst. Er wurde mit einer zerebralen Sprachbehinderung geboren und sprach bis zum dritten Lebensjahr kein Wort. Und doch seine für mathematisches und räumliches Denken zuständige Hirnregion war dafür umso größer. Sehen Sie, sein Gehirn war 15% größer als normal. Einstein war ein Meister des sogenannten Gedankenexperiments. Er konnte ein real undurchführbares Experiment in Gedanken simulieren und dabei zu Ergebnissen kommen, die unser Denken über das Universum revolutionierten. 1905 veröffentlichte Einstein seine spezielle Relativitätstheorie, die das Verhältnis von Raum und Zeit untersuchte. Aus Einsteins Sicht sind Zeit und Raum keine unterschiedlichen Dinge, sondern eins. Wir leben alle in einer Raumzeit. Er stellte sich die Raumzeit als ein Gewebe vor, in dem Raum und Zeit verflochten sind. 1915 entwickelte Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie. Sie erweiterte die spezielle Theorie, indem sie die Schwerkraft und ihre Auswirkungen auf das Raumzeitgewebe mit einbezog. Welcome to the bouncy trampoline of gravity. Willkommen auf dem Schwerkrafttrampolin. Wir haben unser Raumzeitgewebe straff gespannt und ein schweres Gewicht darauf gelegt. And place the heavy weight on it. Sehen Sie, wie es das Raumzeitgewebe krümmt. Rollen wir den Ball übers Gewebe, wird es magisch vom schweren Gewicht im Zentrum angezogen. Die allgemeine Relativitätstheorie zeigt, dass Raum und Zeit durch die Schwerkraft der Masse gekrümmt werden und dynamisch reagieren. Der Raum kann sich durch die Masse ausdehnen und zusammenziehen. Eine verrückte Vorstellung, aber wahr. Mit Masse bezeichnet man die in einem Objekt enthaltene Energie und Materie. Je größer die Masse eines Objekts, desto mehr krümmt es das Raumzeitgewebe und desto größer ist sein Einfluss auf die Schwerkraft. Gravitation ist keine Kraft als solche, sondern eine Art Gewebe, eine Form aus Raum und Zeit. Wir bewegen uns entlang dieser Form. Indem wir das tun, werden ansonsten gerade Strecken zu Umlaufbahnen gekrümmt, zu Flugbahnen, zu Wegen durch den Kosmos. Einstein sagte, dass nicht einmal das Licht den Wirkungen der Schwerkraft entgeht. So unwahrscheinlich das auch klingt. Im Jahr 1919 konnte das in einem großen kosmischen Experiment im Zusammenhang mit einer Sonnenfinsternis bewiesen werden. Die allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass das Licht eines Sterns, das genau an der Sonne vorbeigeht, durch deren Schwerkraft abgelenkt wird. Arthur Eddington hat diese Theorie 1919 während einer Sonnenfinsternis überprüft und dabei Sterne fotografiert, während der Mond die Sonne verdeckte. Es wurden Sterne hinter der Sonne sichtbar. Dass man hinter der Sonne stehende Sterne sehen konnte, bewies, dass Objekte die Raumzeit krümmen können. Einstein erlangte über Nacht Weltberühmtheit. Er erhielt im Jahr 1921 den Nobelpreis für Physik. Doch die spezielle Relativitätstheorie
hatte für Einstein unangenehme Konsequenzen. Eine der Schlussfolgerungen aus Einsteins Theorie war, dass das Universum sich entweder ausdehnte oder zusammenzog. Ein ewiges, statisches Universum war unmöglich. Das war ein Problem. Das war deshalb ein Problem, weil alle Massen, die man in Einsteins statisches Universum einbrachte, sich durch die Gravitation gegenseitig anziehen würden. Warum passierte das aber nicht? Gibt man Materie in ein kugelförmiges Universum, zieht sie sich gegenseitig an und alles wird instabil. Einstein ging von einer Gegenkraft aus, die der Stärke der Gravitation entspricht und so das Universum vor dem Kollaps durch die Schwerkraft bewahrt. Diese Gegenkraft würde ein statisches Universum ermöglichen. Überzeugt davon, dass diese kosmische Konstante sich irgendwo in seinen Gleichungen verbirgt, suchte Einstein danach. Doch er irrte sich. Hätte Einstein seinen eigenen Überzeugungen vertraut, hätte er erkannt, dass ein statisches Universum mit seiner eigenen Theorie unvereinbar ist. Tatsächlich deutet die Relativitätstheorie darauf hin, dass das Universum sich ausdehnt. Sit right down, folks. Setzt euch, Leute, und genießt den magischen Raumzeitprojektor. Seht das vierdimensionale Universum in der Raumzeit. Move forward in space time. Einstein selbst wollte nicht sehen, dass seine Theorie in sich nicht ganz schlüssig war. Das war das einzige Mal in seinem Leben, dass ihn der Mut verließ. Er sah es nicht, obwohl es einem doch geradezu ins Auge springt. Einsteins Theorie führt unweigerlich zu der Vorstellung von einem Schöpfungsakt. Wappnen Sie sich für den Teil, den Einstein nicht sehen konnte. Vorsicht, wir lassen den Projektor rückwärts laufen. Im Gegensatz zu Einsteins eigener Überzeugung legte seine Theorie ein einstmals kleineres, dynamisches Universum nahe. Das Universum schrumpft auf die Größe eines Atoms. Einstein konnte es nicht verstehen, doch andere schon. Ein dynamisches, expandierendes Universum passt gut in eine Theorie, genannt der Urknall. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts führte Albert Einstein uns ungewollt zu der Überlegung, dass unser Universum einen Anfang gehabt haben könnte. Die Idee eines Anfangs aller Dinge ist stark religiös geprägt. Eine Kultur fragt immer, woher kommen wir? Das ist eine für die Menschen wichtige Frage. Denn wenn wir nicht wissen, woher wir kommen, wissen wir nicht, wer wir sind. Jahrtausende lang war der Beginn der Welt eine Frage für religiöse Lehrer und nicht für Wissenschaftler. Religion und Wissenschaft betrachten die Welt unterschiedlich und stellen unterschiedliche Fragen. Die Wissenschaft fragt, wie Dinge oder Prozesse funktionieren. Die Religion fragt meiner Meinung nach tiefgründiger und interessanter, warum. Steckt dahinter eine Idee, eine Absicht? Religion und Wissenschaft reiben sich oft aneinander. Denn beide suchen auf ihre Art nach der Wahrheit. Es war deshalb seltsam, dass ausgerechnet ein katholischer Priester eine objektive wissenschaftliche Theorie vom Anfang des Universums forderte. Und was für eine seltsame Wendung, dass seine wissenschaftliche Lösung so religiös daherkam. Nämlich, dass das Universum nicht immer existierte, sondern einen Anfang hatte. Pater Georges Lemaître behauptete, dass das Universum entstanden ist.
Lemaître ist eines meiner Idole. Einige Jahre lang, Ende der 1920er, Anfang der 1930er, war er derjenige, der die Idee eines expandierenden Universums am besten verstand. Er entwickelte viele Ideen, die wir heute noch untersuchen. Lemaître studierte in den 1920er Jahren Einsteins Theorien und entwickelte eine radikale Idee, die selbst der große Einstein zurückgewiesen hätte. Er sagte, das Universum sei nicht statisch, sondern es dehne sich aus. Lemaître studierte Einsteins Gleichungen vorurteilslos. Als er sah, dass sie ein expandierendes Universum nahelegten, das früher kleiner gewesen ist, sah er das als überzeugende Lösung. Wenn das Universum expandiert, so sagte sich Lemaître, dann war es gestern kleiner als heute. Und dann muss es einst unvorstellbar klein gewesen sein. Lemaître glaubte, dass das Universum mit einem von ihm sogenannten Uratom begann. Ein unendlich dichtes, heißes, kosmisches Ei, das irgendwann explodierte. Es setzte das Universum in Bewegung und führte zu all dem, was wir heute kennen. Als Lemaître Einstein seine Lösung vortrug, sagte dieser angeblich, ihre Mathematik stimmt, aber die Physik ist scheußlich. Aber diese Scheußlichkeit erfuhr schon im Jahr 1925 starke Unterstützung. In den Bergen über Los Angeles sah der Astronom Edwin Hubble in seinem Teleskop etwas, was Einsteins kosmologische Konstante zunichte machte und unser Bild des Universums veränderte. In den 1920er Jahren hatten wir ein sehr einfaches Bild des Universums. Es bestand aus der Milchstraßengalaxie, deren breites Band sich über den Nachthimmel zieht und das aus über 100 Milliarden Sternen besteht. Ihr Durchmesser beträgt ungefähr 100.000 Lichtjahre. Das war das sehr einfache Bild des Universums der 1920er Jahre. Hubble spähte tiefer in das Universum, als Galilei es sich hätte vorstellen können. Er benutzte das modernste Teleskop seiner Zeit und entdeckte, dass unsere Sonne nur ein Stern von Milliarden in der Milchstraßengalaxie war. Aber gab es nur die Milchstraße? Und wenn ja, wie groß war sie genau? Seit es leistungsfähige Teleskope gab, betrachteten Astronomen den Himmel. Doch sie konnten nicht genau messen, wie weit etwas entfernt war, abgesehen von sehr nahen Sternen. Edwin Hubble löste das Problem mit Hilfe von sogenannten Standardkerzen. Das sind Sterne mit einer bekannten Helligkeit. Kennt man deren Helligkeit, kann man ihre Entfernung messen. Je dunkler etwas erscheint, desto weiter ist es entfernt, wie bei einem Zug, dessen Lichter in der Entfernung dunkler sind und bei Annäherung immer heller werden. Hubble fand eine dieser Standardkerzen unter den Sternen eines Spiralarms im Andromedanebel. Man hielt den Andromedanebel für eine Staubwolke in der Milchstraße. Hubble berechnete die Entfernung und begriff, dass die Galaxie 1 Million Lichtjahre entfernt ist. Das war der Durchbruch, eine Art Erleuchtung für ihn. Er erkannte, dass der Andromeda-Nebel eine Galaxie genau wie die Milchstraße ist. Mit einem Mal erweiterte sich das Universum von einer einzigen Milchstraße mit 100.000 Lichtjahren Durchmesser zu einem möglicherweise Milliarden Lichtjahre messenden fantastischen Universum. Und das alles passierte in einer Nacht. Das allein hätte Hubble Unsterblichkeit eingebracht. Er erweiterte das anheimelnde Ein-Galaxien-Universum zu einem, das möglicherweise Milliarden Galaxien umfasste. Doch Hubble ging noch weiter.
Er untersuchte auch das Verhalten dieser Galaxien und kam im Jahr 1929 zu dem Ergebnis, dass die meisten sich von uns entfernen. Es waren nicht viele, aber sie entfernten sich von der Milchstraße und auch voneinander. Mit anderen Worten, das Universum dehnt sich aus und wird jede Sekunde größer. Vor sehr langer Zeit muss das Universum kleiner gewesen sein. Mit Hilfe der von ihm gemessenen Expansionsgeschwindigkeit konnte Hubble das Alter des Universums berechnen. Hubble schätzte aufgrund seiner Daten, dass das Universum über 2 Milliarden Jahre alt ist. Das war schlecht, denn man wusste da schon, dass die Erde älter war. Hubble war aber auf dem richtigen Weg. Seine Formel zur Altersberechnung des Universums war richtig, allerdings waren seine Messungen falsch. Doch diese Diskrepanz war für einige Wissenschaftler der Anlass, Lemaitres Theorie anzuzweifeln. Aber auch andere Gründe mögen dazu beigetragen haben, dass Lemaitres Uratom in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei vielen Physikern Anstoß erregte. Ich glaube, die Ablehnung resultierte daraus, dass er Wissenschaftler und Priester gleichzeitig war. Das machte es vielleicht einigen Wissenschaftlern schwer, ihn so ernst zu nehmen, wie jemanden, der nicht in dieser Doppelposition war. Lemaitres Ideen mögen ihn von seinen Wissenschaftlerkollegen entfremdet haben. Doch sie gefielen Papst Pius XII., der die Theorie als de facto Beweis des biblischen Buches Genesis interpretierte. Lemaitre schrieb dem Papst, er möge damit aufhören, denn das sei eine wissenschaftliche Theorie, deren Voraussagen man überprüfen und messen könne. Der Glaube sei nicht davon abhängig. Lemaitres Theorien konnten überprüft werden. Aber bewiesen? Es erschien unwahrscheinlich, dass sich nach Milliarden von Jahren noch Spuren des Urknalls finden ließen. Aber ohne diese Spuren konnten andere Theorien über das Universum entstehen. Und Lemaitres kosmisches Ei blieb unausgebrütet. Mitte des 20. Jahrhunderts schien es, als würde die Theorie des Uratoms und des sich aus einem unendlich kleinen Kern ausdehnenden Universums keine bedeutende Akzeptanz finden. Hubbles falsche Schätzung bezüglich des Alters des Universums ermöglichte die Entstehung einer anderen Theorie. Sie kam aus dem Trinity College in Cambridge. Es gab eine vertretbare Alternative zur Urknalltheorie, die Gleichgewichtstheorie. Sie ging von einem immerwährenden Universum aus. Die Steady State oder Gleichgewichtstheorie wurde von dem Astronomen Fred Hoyle aufgestellt. Hier lag ein statisches Universum zugrunde, was das Konzept eines Uratoms nicht zuließ. Hoyles Theorie ging von den Ursprüngen der Elemente Wasserstoff, Kohlenstoff und mehr als 100 anderen des periodischen Systems aus. Unter extremen Temperaturen wird Wasserstoff zu Helium und das wiederum zu ganz anderen, schwereren Elementen. Fred Hoyle glaubte, dass in einer Nukleosynthese neue Elemente im Kern sehr heißer Sterne entstehen. Das war damals eine atemberaubende Vorstellung. Hoyles Verdienst ist es, uns gezeigt zu haben, dass alle im periodischen System nach dem Helium folgenden Elemente aus Sternenstaub entstanden sind. Doch die Theorie konnte die Entstehung des Wasserstoffs und des meisten Heliums im Universum nicht erklären. Die ersten Sterne mussten nämlich aus bereits existierendem Wasserstoff bestehen. Er macht mehr als 74% des erkundbaren Universums aus. Hoyle umging dieses Problem, indem er der verbreiteten Überzeugung folgte, dass es Wasserstoff und Helium schon immer gab. Er behauptete, dass es auch das Universum schon immer gab, dass es keinen Anfang und kein Ende hätte, also gleichförmig sei. In a nutshell,
Ein gleichförmiges Universum, das ewig ist, sieht immer so aus, wie es jetzt aussieht. Es hat immer dieselbe durchschnittliche Dichte und Temperatur. Es gab nur das kleine Problem, das man schon von der Ausdehnung des Universums wusste. Wenn Materie sich ausdehnt, wird sie immer weiter ausgedünnt. Wenn das Universum sehr alt wäre, müsste sie unendlich ausgedünnt sein. Hoyle löste das Problem, indem er annahm, irgendwo im Universum entstehe Materie andauernd neu. Doch Physiker taten sich schwer mit der Idee einer Materievermehrung. Hoyle hatte in dem russisch-amerikanischen Physiker George Gamow, einen Bewunderer von Lemaitres Uratomtheorie, einen entscheidenden Gegenspieler. Gamow beteiligte sich aktiv an dieser Diskussion. Er stellte Hoyle immer wieder unangenehme Fragen, die die Schwierigkeiten mit einem gleichförmigen Universum betonten. Genau wie Hoyle gründete Gamow seine Theorie auf die Atome. Er meinte, dass Wasserstoff, Helium und die anderen Elemente in der ersten Minute des Universums in einem Urknall entstanden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Temperaturen um tausende Grade heißer als in jedem Kern eines heutigen Sterns. Doch Gamows Ideen waren besser als seine mathematischen Fähigkeiten. Er musste seinen außerordentlich begabten Studenten Ralph Alpher um Hilfe bitten, der dann in der Lage war, die Idee durchzurechnen und eine Lösung zu finden. Wenn das Universum die ersten Elemente hervorgebracht hätte, müsste es gut 10-mal mehr Wasserstoff als Helium geben. Das entsprach genau den Beobachtungen. Ein fantastischer Moment. Alpher und sein Kollege Robert Herman präzisierten Lemaitres Prognose einer messbaren Reststrahlung des Schöpfungsmoments, die die Urknalltheorie stützte. George Gamow und seine Studenten stellten eine einfache Frage. Wenn der Urknall so heiß war, musste dann nicht sein Echo, eine Art Nachglühen, so warm sein, dass die Reste heute noch messbar wären? Leider gab es im Jahr 1949 keine geeigneten Teleskope, um die Strahlung oder die Restwärme des Entstehungsmoments zu registrieren. Damals gab es auch andere Probleme mit der Urknalltheorie. Sie lieferte keine Erklärung für die Entstehung der im periodischen System nach Wasserstoff und Helium folgenden Elemente. Zudem genoss Hoyles Gegentheorie eine breite Aufmerksamkeit in den Medien. Die Gleichgewichtstheorie wurde populär, weil Fred Hoyle ein Meister der Populärwissenschaft und ein guter Vermarkter seiner verrückten Idee war. Ironischerweise war es Hoyle, der die Bezeichnung Big Bang oder Urknall in einer populären Radiosendung prägte. Später benutzte er ihn nur noch spöttisch. Ihre Beziehung beruhte auf Antipathie. Über die meisten der von ihnen bearbeiteten Themen waren sie unterschiedlicher Meinung. In den Auseinandersetzungen kam Hoyle immer schlecht weg. Nach meiner persönlichen Meinung hätte er mehr Beachtung verdient gehabt. Fred war sehr brillant und innovativ. Er sprühte vor Ideen, von denen einige gut und einige schlecht waren. Er wusste nur nicht immer, welche was war. In den 1960er Jahren konnte Hubbles falsche Schätzung bezüglich des Alters des Universums aufgrund präziserer Daten korrigiert werden, womit ein Angriffspunkt der Urknalltheorie entfiel. Dennoch schien der Kampf zwischen der Gleichgewichtstheorie und der des Urknalls unentschieden zu enden. Doch plötzlich entdeckten Wissenschaftler eine Spur, die genauso alt wie das Universum selbst war. Ihre Entdeckung beförderte eine der beiden Theorien in den Mülleimer der Geschichte. Seit 500 Jahren strebte die Wissenschaft danach, zu ergründen, wohin wir gehören.
Jetzt bemühten Wissenschaftler sich, das Rätsel zu lösen, wie alles begann. Sie wussten es noch nicht, doch der Kosmos flüsterte eine Antwort. Wir konnten sie nur nicht hören. Dieses Flüstern war die Reststrahlung, die vom Urknall übrig geblieben war, mit dem das Universum seine Existenz begann. Diese Strahlung, die Georges Lemaître prognostiziert hatte, gab es, doch fehlten bislang die Instrumente, sie zu messen. 1965 hatte man diese Instrumente. Das Echo, der Nachhall des Big Bang, sollte heute messbar sein. Aber es dauerte 2 Jahrzehnte, bis unsere Instrumente empfindlich genug waren, um die Theorie von George Gamow und seinen Studenten über die Hintergrundstrahlung beweisen zu können. Die Geschichte der Hintergrundstrahlung ist schon eigenartig. Zuerst waren da Gamow und seine Studenten. Sie stellten die Theorie auf und hatten deren Berechnungen, aber keine Möglichkeit der experimentellen Überprüfung. Dann gab es eine Gruppe in Princeton. Sie kannte die Arbeit Gamows, verfügte aber nur über sehr einfache Instrumente. Zu dieser Gruppe in Princeton gehörten der Physiker Robert Dickey und einige Kollegen, die hinter Lemaîtres Theorie standen und handfeste Beweise für sie suchten. Es war die Idee meines Lehrers Bob Dickey, nach dieser Reststrahlung des Urknalls zu fahnden. Er hatte 2 brillante junge Mitarbeiter, Dave Wilkinson und Peter Roll. Diese bat er, das Dickey-Radiometer zu konstruieren, um nach dieser Strahlung zu suchen. Mit ungewissem Ausgang. Die beiden jungen Männer bauten es, richteten es zum Himmel und suchten. Davon hörten Bob Wilson und Arnold Penzias. Die Wissenschaftler Wilson und Penzias von den Bell Laboratories in Homedale, New Jersey, arbeiteten nicht an der Urknalltheorie, sondern an der Satellitenkommunikation. Sie benutzten Bells großes Radioteleskop, empfingen aber keine störungsfreien Signale, sondern statisches Rauschen. Es handelte sich dabei um ein Rauschen, wie man es hört, wenn man das Radio oder den Fernseher auf einem unbelegten Kanal einschaltet. Das kam unerwartet für uns. Die Antenne fing mehr Strahlung auf, als sie eigentlich sollte. Wir wussten, dass da etwas falsch sein musste mit diesen Nebengeräuschen. Was waren das für seltsame Geräusche und woher kamen sie? Waren es Störstrahlungen aus dem nahegelegenen New York? War es der Flugzeugfunkverkehr? Oder Taubendreck in der Antennenschüssel? Die Physik konnte nicht irren. Was es auch immer war, irgendwoher musste es kommen. Aber wir hatten keine Ahnung, woher. Tatsächlich kam diese rätselhafte Strahlung von überall her, aus jeder Richtung und Ecke des Universums. Für Penzias und Wilson war das einfach verrückt. Aber sie hatten unwissentlich gefunden, was Dickey und seine Kollegen suchten und was Gamow, Alpha und Lemaître prognostiziert hatten. Sie hatten den Beweis gefunden, dass das Universum nicht ewig war. Die Quelle lag im Anfang des Universums, im Urknall. Penzias und Wilson und die Princeton-Gruppe veröffentlichten ihre Ergebnisse im Jahr 1965 in verschiedenen Ausgaben des Astrophysical Journal. Ihre Forschung machte Hoyles Gleichgewichtstheorie über Nacht zunichte. Der Urknall fügte sich endlich ins Puzzle des Universums. Unsere moderne Urknalltheorie ist eine bedeutende Leistung. Sie vermittelt uns ein Modell davon, wie das Universum aussah, als alle Sekundenbruchteile nach dem Beginn in einem sehr dichten und heißen Kern zusammengepresst war.
Wir können in groben Zügen begreifen, wie sich das Universum ausdehnte und abkühlte, wie sich die ersten Atome bildeten und später die ersten Strukturen, aus denen Sterne und Galaxien, Planeten und letztlich Menschen entstanden. Im Jahr 1966 lag Georges Lemaître in einem belgischen Krankenhaus im Sterben. Dennoch begeisterte ihn diese Neuigkeit. Nicht nur er, auch Gamow und sein Team fühlten sich bestätigt. Wir hatten über verschiedene Auffassungen vom Universum gestritten und siehe da, unsere Theorie hatte sich als richtig erwiesen. Das ist immer befriedigend. Für ihren Anteil an der Entdeckung erhielten Penzias und Wilson im Jahr 1978 den Nobelpreis. Obwohl Hoyles Gleichgewichtstheorie widerlegt wurde, blieb seine Nukleosynthese-Theorie bestehen. Die meisten Wissenschaftler glauben, genau wie Gamow, dass Wasserstoff und Helium im allerersten Moment des Urknalls entstanden sind. Die schwereren Elemente wie Stickstoff und Kohlenstoff bildeten sich später in den heißen Kernen von Sternen und in Supernovae, wie Hoyle es angedeutet hatte. Im Endeffekt hatten also Gamow und Hoyle beide recht. Trotz der Anerkennung seiner Nukleosynthese akzeptierte Hoyle, der im Jahr 2001 starb, die Urknalltheorie nie. Er verstand nie, warum die Leute so begeistert von einem Universum waren, das einen Anfang in der, wie er meinte, jüngsten Vergangenheit vor ein paar Milliarden Jahren hatte. Das akzeptierte er nicht. Aber alle anderen Physiker akzeptierten es fast einstimmig. Dass wir einen Anfang feststellen konnten, erlaubte, neue Fragen nach dem Wie des Anfangs zu stellen. Es ist sehr interessant zu fragen, wann es begann. Was waren die Unterschiede zum heutigen Erscheinungsbild? Welche Veränderungen haben sich zwischen dem damaligen und dem heutigen Universum, wie wir es kennen, ergeben? Doch die Urknalltheorie zu akzeptieren und sie für fehlerlos zu halten, sind zwei verschiedene Dinge. Es traten zunehmend Probleme bezüglich Einzelheiten der Theorie auf. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts befassten sich Wissenschaftler mit den Problemen der Urknalltheorie, die dennoch generell akzeptiert war. Eines der größten Probleme war, dass die Temperatur im Weltall seltsamerweise einheitlich ist. Die Physiker hatten nicht damit gerechnet, dass überall, wo sie nachforschten, dieselbe Temperatur herrschen würde. Das Universum ist einfach zu riesig, als dass es überall dieselbe Temperatur haben könnte. Doch so ist es. Es ist dasselbe wie bei einer Badewanne mit kaltem Wasser, in die man heißes einlässt. Es dauert etwas, bevor das Wasser überall lauwarm ist. Denn die heißen Moleküle brauchen Zeit, sich auszubreiten und sich gleichmäßig zu verteilen. Das Universum scheint nicht alt genug für eine solche Angleichung der Temperatur. Die Urknalltheorie kann nicht erklären, warum weit auseinanderliegende Regionen dieselbe Temperatur haben. Anfang der 1980er Jahre entwickelte Alan Guth die Idee, dass das Universum vielleicht anfangs ein so kleines Volumen hatte, dass Zeit genug blieb, um die Temperatur gleichmäßig zu verteilen. Kurze Zeit später spekulierte Guth, dass sich das Universum schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausgebreitet haben könnte. Die Lichtgeschwindigkeit gilt nach Einstein als die kosmische Geschwindigkeitsgrenze. Die Inflation ist eine Theorie, die beschreibt, was den Urknall angetrieben haben könnte. Guth nannte es die Inflationstheorie. Wissenschaftler glauben, dass unmittelbar nach dem Urknall die vier Naturkräfte, darunter die Schwerkraft und der Elektromagnetismus,
in einer einzigen Superkraft zusammengefasst waren. Im Urknall zerfiel diese Superkraft in die vier bekannten Kräfte. Als das Universum vor deren Zerfall noch unvorstellbar klein war, galten Einsteins physikalische Gesetze noch nicht. Auch nicht dasjenige, welches die Lichtgeschwindigkeit als Grenze setzt. Vielleicht passierte in jenem Moment etwas, das das Universum veranlasste, sich mit Überlichtgeschwindigkeit auszubreiten. So schnell, dass es die Gleichverteilung quasi mitnahm, die es aufwies, als es noch sehr klein war. Wir wissen nicht genau, wann die Inflation stattfand. Wahrscheinlich, nachdem sich die Gravitation von den drei anderen Kräften abgespalten hatte, aber diese drei anderen Kräfte noch vereint waren. Diese Hyperexpansion hätte, sollte sie stattgefunden haben, die einheitliche Temperatur sozusagen eingeschlossen. Am 30. Juni 2001 startete die NASA einen Satelliten, der möglicherweise den Wahrheitsgehalt von Gus Inflationstheorie überprüfen konnte. Die Wilkinson Microwave Anisotropy Probe oder WMAP Mission soll die von Penzias und Wilson gefundenen Reste der Hitze des Urknalls fotografieren. Mit anderen Worten, die NASA wollte ein Bild des Universums in seinem Babystadium machen und mit dem heutigen Erscheinungsbild vergleichen. Am 3. Februar 2003 erhielten die Wissenschaftler vom WMAP einen ersten Schnappschuss des Babyuniversums, als es erst 380.000 Jahre alt war. Die Klarheit der Daten erstaunte die Forscher. Als sie es sahen, reagierten sie mit einem Wow. Es entsprach genau ihren früheren Spekulationen. Die Inflation hat möglicherweise stattgefunden. Für den Laien sieht das WMAP-Bild wie das Ei einer Drossel aus. Doch für die Forscher war es der Schlüssel zu vielen ihrer Fragen. Diese Muster stellen die Samen dar, aus denen später die riesige Ausdehnung mit Sternen und Galaxien erwuchs. Die Daten unterstützen Gus Inflationstheorie und gaben zusätzlich konkrete Hinweise auf Alter, Zusammensetzung und Entwicklung des Universums. Bis vor einigen Jahren unterschied sich die Kosmologie ziemlich von anderen Wissenschaften, weil es in ihr mehr Hypothesen als Daten gab. Erst diese Satelliten konnten das, was kurz nach dem Urknall geschah, mit so großer Präzision messen, dass man die kosmologischen Modelle voneinander unterscheiden konnte. Man konnte Zahlenangaben über die Größe des Universums, sein Alter, die Geschwindigkeit seiner Ausdehnung und seinen Inhalt machen. Das war nicht möglich, bevor die Daten verfügbar waren. Vorher hatte man eine Mischung aus Mythologie und Scharfsinn. Dank moderner Instrumente wie dem WMAP-Satelliten haben die Forscher nunmehr ein Modell für die Vorgänge kurz nach dem Urknall. Weniger als eine Milliardstel Sekunde nach dem Urknall formte sich eine Blase, die kleiner war als ein Bruchteil eines Atoms. Das ist das Universum. Es ist unvorstellbar klein und unvorstellbar heiß. In dieser Blase bilden die vier bekannten Naturkräfte, Schwerkraft, Elektromagnetismus sowie starke und schwache Kernkraft, eine Superkraft. Die Schwerkraft spaltet sich von der Superkraft ab, während das Universum expandiert. Bei der Ausdehnung kühlt es sich ab. Das löst einen Energieschub aus, der wiederum die von Gus postulierte Hyperinflation bewirkt.
Diese Inflation bewahrt die Einheitlichkeit des Universums, wie das WMAP-Bild zeigt. Das Universum ist noch keine Sekunde alt, als die Superkraft in die Naturkräfte zerfällt. Gut 3 Minuten nach dem Urknall ist die Temperatur des Universums auf nur noch 555 Millionen Grad Celsius gefallen. Kühl genug, um Atomkerne zu bilden. Das Element Wasserstoff entsteht. Einige Wasserstoffatome verschmelzen zu Helium, wie Gamow und Alpha ausgeführt haben. 380.000 Jahre später rast das Licht durch die Dunkelheit. Jetzt erfolgt der Strahlungsausbruch, den Penzias und Wilson nachgewiesen haben. Eine Milliarde Jahre nach dem Urknall formen sich erste Sterne und produzieren, wie Hoyle voraussagte, Elemente wie Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff. Gut 9 Milliarden Jahre später entsteht aus Materie und Schwerkraft der erste typische Stern. Der Druck erzeugt in seinem Kern Hitze, die eine thermonukleare Fusion auslöst. Ein Stern ist geboren. Restliche Gase verbrennen in stellaren Ausbrüchen. Es bleibt eine den Stern umkreisende Scheibe aus Staub, die sich schließlich zu Planeten und deren Monden verdichtet. Einer dieser aus Staub entstandenen Klumpen, auf dem über Äonen weitere Materiereste niedergehen, hat die richtige Temperatur, sodass sich aus Wasserstoffdioxid oder Wasser eine Atmosphäre bilden kann. Auf der Oberfläche des Planeten sammelt sich Wasser in flüssiger Form. Im Wasser bildet sich endlich in unerklärlichen chemischen Prozessen Leben. 13,7 Milliarden Jahre nach dem Urknall hat sich unser Universum auf 156 Milliarden Lichtjahre Durchmesser ausgeweitet. Der Himmel ist voller Sterne. Unser Sonnensystem hat 8 Planeten, von denen der dritte viele Lebensformen aufweist, die auf Kohlenstoff basieren. Eine davon entdeckt gerade, dass wir unendlich kleine Punkte im großen Theater des Universums sind. Wenn Sie diesen Prozess nicht verstehen, ist das in Ordnung. Er ist das Ergebnis der Überlegungen von Millionen von Menschen, die jahrtausende lang herauszufinden versuchten, wie das Universum begann und wo der Platz des Menschen darin ist. Für ein einzelnes menschliches Gehirn ist das überwältigend. Wenn ich bedenke, dass mein Gehirn sich entwickelt hat, um Steine zu werfen und Bananen und anderes zu pflücken, dann ist es sehr bemerkenswert, dass wir Menschen so viel über Physik und andere Dinge herausfanden, die nichts mit dem reinen Überleben zu tun haben. Es ist sehr erstaunlich, welche Fortschritte wir in dieser Hinsicht gemacht haben und darüber nicht verrückt geworden sind. Dies ist die Geschichte von allem. Unserer Welt, unserem Sonnensystem, unserem Universum und wie alles begann. Es ist das, was wir glauben zu wissen. Noch ist nicht alles getan, an dem Buch wird weitergeschrieben. Sehen wir uns einmal das Ende an. New York, an einem schönen, aber gewöhnlichen Herbsttag. Wie es sie unzählige davor gab und auch noch geben wird, bis es keine Herbsttage mehr gibt. Stellen Sie sich eine Reise in eine Milliarden Jahre entfernte Zukunft vor. Nach dem Ende der menschlichen Zivilisation und allen Lebens auf der Erde
Stellen Sie sich die Zeit in 5 Milliarden Jahren vor. Der nukleare Brennstoff der Sonne geht zu Ende. Sie kühlt ab, dehnt sich aus, wird rot und nähert sich immer mehr der Erde. Sie verschlingt Merkur und Venus. Das Wasser auf der Erde verdampft und die Erde wird wieder flüssig. Hat sie keinen Brennstoff mehr, zieht sich die Sonne schließlich zusammen und wird von einem roten Riesen zu einem weißen Zwerg. Die expandierenden Außenschichten der Sonne, sogenannte planetarische Nebel, treiben als geisterhafte Leichentücher aus glühenden Gasen ins Universum. Die Planeten, die dieses Geschehen überlebt haben, es sind die äußeren wie Saturn oder Neptun, verändern sich grundlegend. Ihre Gasatmosphäre wird von den planetarischen Nebeln fortgerissen. Es bleiben nur kleine, felsige und metallische Brocken zurück. Die entfernten Planeten werden nicht länger von der Schwerkraft der Sonne gehalten und verschwinden in der Tiefe des Weltalls. Weitere Milliarden Jahre später ist auch die Resthitze der Sonne verschwunden. Ihre kleine, dunkle Oberfläche ist so kalt wie der Weltraum ringsum. Die Sonne ist nun ein schwarzer Zwerg. Noch einmal Milliarden Jahre später expandiert das Universum immer schneller und weiter, angetrieben von einer erst kürzlich entdeckten dunklen Energie. In großem wie in molekularem Maßstab vernichtet die Expansion die Schwerkraft. Alles fliegt auseinander. Nicht nur Galaxien, Sonnensysteme und Sterne, sondern sogar Atome. Schließlich wird selbst die Materie zerrissen. Das ist der Big Rip, der Endknall. Das Universum existiert nicht mehr. Ursache ist die dunkle Energie, die wir noch nicht erforscht haben. Dunkle Energie ist ein Code für unser Nichtwissen darüber, woraus die Substanz besteht. Einige halten es für eine Art Materie, andere für eine Konstante in den Einsteinschen Gleichungen. Und wiederum andere meinen, sie sei nur ein Ergebnis dessen, dass wir die Schwerkraft falsch erfasst haben. Gegenwärtig wird die Endknalltheorie allgemein akzeptiert.